Okay, bevor wir aber anfangen, ist es ganz, ganz wichtig, weil das wird jetzt jeder glauben, wir haben uns nicht abgesprochen. Und was jetzt passiert, du spielst jetzt nicht und tust nur so, als ob. Nein. Weil immer, was ich höre, ist, das würde nicht funktionieren bei mir, das ist alles abgesprochen. Mhm. Und du weißt nicht, was passiert. Und ich habe dir nicht vorher gesagt, bitte tu mal so, damit alle Leute denken, ich bin der große Zampano. Richtig. Okay, ich will einfach nur mal zeigen, was passiert, wenn wir unsere Gedanken um eine Idee kreisen und das so real wird, dass wir es spüren können. Zum Beispiel, kannst du mal deine Hand nach vorne ausstrecken? Genau. Und mach mal eine ganz feste Faust. Noch fester. Stell dir vor, das ist die festeste Faust der Welt. Und stell dir vor, diese Faust ist so fest, dass der Arm hart wird und der Arm langsam zu Stein wird. Stell dir vor, ein Stahlträger geht durch die Faust, der Unterarm wird hart, der Oberarm wird hart, die Schulter blockiert und niemand kann diesen Arm mehr beugen. Der Arm ist jetzt so fest, dass ich es nicht schaffe. Und er ist so fest, dass selbst wenn du versuchst, diesen Arm jetzt zu beugen, das nicht mehr geht. Der Arm ist zu Stein geworden. Und dann probier ihn mal zu beugen, nur um zu sehen, dass es nicht mehr geht. Versuch's mit aller Kraft, diesen Arm zu beugen, nur um zu sehen, dass es nicht mehr geht. Du kannst gerne mit deiner linken Hand mal nachhelfen. Und Vater und so, sag doch mal, was du gerade spürst. Es ist hart wie verrückt. Kannst du den beugen? Versuch's. Nein, es geht wirklich nicht. Du spielst nicht, oder? Nein, ich spiel's nicht. Es geht wirklich nicht. Du weißt, dass es nur dein Arm ist, richtig? Ja. Okay, wenn du dir sagst, der Arm geht nicht, der Arm ist nicht zu beugen, dann hast du die Idee akzeptiert, die ich dir gesagt habe. Stell dir vor, der Arm ist steif. Ich möchte, dass du jetzt mal dein Denken änderst und dir nicht vorstellst, der Arm ist stark, sondern der Arm ist weich. Änder die Idee, dass du nicht kannst. Weil im Leben sagen wir immer, das schaffe ich nicht, das kriege ich nicht hin. Was ist, wenn es schief geht? Und diese Idee erzeugt etwas im Körper, nämlich der Arm ist steif. Jetzt änder dein Denken. Und plötzlich ist der Arm weich. So einfach ist es. Was hast du jetzt gespürt in der Zeit, in der das... Das war alles ganz, ganz, ganz hart. Also es war fest. Ich habe mir, glaube ich, auch wehgetan, Joe. Ups, nein, aber es war extrem hart. Also ich hatte extrem Kraft in meinem Arm. Und hast du alles andere um dich herum so wahrgenommen, wie ich jetzt auch? Also normal? Ja, ich bin ja auch hier. Ganz normal. Das ist ja so die Hypnose ohne Trance, ohne dieses Schlaf geht tiefer und tiefer. Ja. Ja. Das können wir zwar auch machen, aber das sieht immer sehr unheimlich aus. Ja. Aber wir können ja auch eine Sache machen. Darf ich mal deine Hand haben? Okay, ganz wichtig, ich möchte nicht, dass du spielst, sondern einfach nur, dass du dir das vorstellst, was ich dir anbiete. Ganz schwer. Okay, ganz schwer. Schau mich mal an. Und wenn du an deinen Namen denkst, wo würdest du sagen, in deinem Kopf findet dieser Gedanke statt? Wo würdest du sagen, zeig mal, wenn du an deinen Namen denkst, wo dieser Gedanke stattfindet. Kannst du das mal zeigen? Hier? Hier vorne, okay. Stell dir nur mal vor, wie es wäre, wenn ich jetzt deinen Namen nehme und für diesen Moment wegpuste. Und zwar ein Scheinwerferlicht. Und während du dem Scheinwerfer zuschaust, merkst du, dass dein Name immer weiter weggeht und du mir jetzt deinen Namen nicht mehr sagen kannst, weil du deinen Namen vergessen hast. Und schau mich mal an, wie heißt du? Ich weiß, die Leute sagen, aber wenn du mir sagen kannst, wie du heißt, dann sag's mir einfach. Ich heiße Timo und du heißt? Weißt du was? Wenn du Peter anschaust, kannst du den Namen ihm ganz normal sagen, jetzt. Sag ihm deinen Namen. Alex. Bitte? Alex. Nur wenn du mich anschaust, ist er weg. Wie heißt du? Schau nochmal Peter an. Wie heißt du? Alex. Entschuldigung, wie heißt du? Alex. Sicher? Ja. Oh Gott. Okay, ich gebe dir deinen Namen wieder. Du hast jetzt hier wieder. Alles ist okay. Du weißt deinen Namen für alle Zeiten wieder. Ja, zum Glück. Genau. Schau noch mal kurz auf deine Hand hier. Ganz genau. Und schlaf. Tiefer und tiefer. Ab sofort weißt du deinen Namen für alle Zeiten. Dein Name ist dein Zauberspruch. Immer wenn du deinen eigenen Namen hörst, wirst du stark und mächtig. Du richtest dich auf. Dein Körper fühlt sich mit positiver Kraft, mit Liebe und Stärke. Du bist ein besonderer Mensch und dein Name erinnert dich daran jeden Tag. Bei 5 bist du wieder hellwach, voller Kraft und Energie. 1. Nimm einen tiefen Atemzug ein. Und aus. 2. Dein Kopf wird durchgespült mit kühlem Quellwasser. 3. Deine Entspannung lässt langsam nach. Deine Muskeln und Fasern erwachen wieder zum Leben. 4. Nochmal einen tiefen Atemzug. Reinige deine Lunge mit Sauerstoff. Und 5. Hellwach. Willkommen zurück. Hey. Alles gut? Ja. Wunderbar. Ja.